Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich das Telefunken QU50K800 Fernseher. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 50 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FR10 und QLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50-60 Hertz. Dolby Vision HDR. Dank Dolby Vision HDR, HDR10 und HLG Hybrid Log Gamma erleben Sie noch spektakulärere Bilder. Der erweiterte Farbraum mit feineren Abstufungen und höheren Kontrasten lässt die Bilder noch lebendiger wirken als ohnehin schon. Lassen Sie sich von natürlicheren Farben und glatteren Verläufen durch dynamische Metadaten beeindrucken. Super Resolution und Micro Dimming. Erleben Sie jetzt noch schärfere Bilder mit einem optimalen Kontrastverhältnis. Super Resolution Upscaling skaliert eine Vielzahl von Inhalten, die nicht aus 4K bestehen, um die Bildqualität künstlich zu optimieren. Micro Dimming verbessert den Kontrast der Hintergrundbeleuchtung für eine bessere Bildqualität mit feineren Abstufungen. Die Farbe des Fernsehers ist schwarz. Er wiegt 7,85 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 111,9 cm in der Breite, 64,7 cm in der Höhe und 6,6 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 VESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 65 kWh pro 1000 Stunden. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: 2x USB, 1x Ethernet RJ45, 3x HDMI, ARC, CEC, 1x AV Composite In, Video plus LR, 1x Optical Audio Out, 1x 3,5 mm Audio Out, 1x Antenna RF Female, 1x CL Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.1 ACC, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ARC an den Fernseher angeschlossen werden. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Smart TV gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Spitzensport und Serienhighlights. Wenn Sie Serien und Filme lieben oder regelmäßig mit Ihrem Lieblingsteam mitfiebern, dann freuen Sie sich auf die vorinstallierten Apps von Prime Video, Netflix, DAZN und viele mehr. Damit können Sie stets die neuesten Blockbuster und Erfolgsserien genießen und verpassen auch bestimmt kein sportliches Highlight mehr. Alexa Built-In. Alexa Built-In ermöglicht Ihnen eine direkte Verbindung zu Alexa direkt über den Smart TV. Nutzen Sie diese Freiheit, um Musik abzuspielen, Ihre Smart Home-Geräte zu steuern oder sich über aktuelle Themen wie Wetter oder Nachrichten zu informieren. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Das Menü im TV ist fummelig und unübersichtlich. Bei der Ersteinrichtung wurde die Software verschmiert. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Bild ist wirklich sehr schön. Sehr vielseitiges Gerät. Gut verarbeitet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Der Test für das Telefunken QU50K800 Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.